Hallo, ich bin der Thomas und ich wollte dir ein paar Sachen über mein neues Windows Phone 7 zeigen. Das ist ein LGE 900 Optimus 7 und heute schalten wir es zum allerersten Mal an. So, hier haben wir erstmal alles, was wir brauchen: die Batterie, eine SIM-Karte und natürlich das Handy selbst. Dann machen wir hinten erstmal auf. Nur die SIM-Karte rein. So, wunderbar, dann die Batterie. Und dann machen wir wieder zu. Wunderbar. Dann schalten wir es mal an. Mein Handy stammt aus Italien, deswegen ist es auch gebrandet von einem italienischen Betreiber. Und das erste Menü wird in Italienisch sein. Das lässt sich aber sofort beheben. Da haben wir das Branding. Windows Phone. Und alles auf Italienisch. Gar kein Problem, weil das erste Menü lässt die Sprache ändern. Dann ändern wir es natürlich auf Deutsch. Da steht irgendwas vom Neustart, denke ich, weil da drückt man auf OK und dann kommt natürlich sofort ein Neustart. Gut, dann warten wir das ab. Gleich kommt es wieder. Dann das Branding. Dann Windows Phone. Hammer. Und jetzt kann man es verstehen. Da steht Willkommen zurück. Jetzt fehlen nur noch wenige Einstellungen. Gehen wir auf Weiter. Als allererstes darf ich meinen SIM-PIN eingeben. Die verrate ich euch alle sehr gern. Kein Problem. Okay. Dann haben wir die Nutzungsbedingungen. Die werden wir gleich annehmen. Dann gibt es die Windows Phone-Einstellungen. Da nehme ich einfach die empfohlenen. Und jetzt können wir die Zeitzone wählen. Ich bin in München, das heißt UTC plus 1 stimmt. Dann gehen wir auf Weiter. Hier muss ich das Datum eingeben. Heute haben wir den 26.03. Also gehen wir zum 26. März 2011 natürlich. Und die Uhrzeit gehen wir auch gleich ein. Jetzt haben wir 17:59 Uhr. Ab vor 18 Uhr. Na, jetzt haben wir 18 Uhr. Gut, gehen wir auf 18 Uhr. Gut, eingestellt, gehen wir auf Weiter. Und hier kann man sich mit seinem Windows Live ID anmelden. Das geht bei mir leider nicht, weil mein Betreiber erst verlangt, dass ich ein APN eingebe. Also gehe ich jetzt auf Jetzt nicht. Da steht fertig. Da Sie noch nicht mit einer Windows Live ID angemeldet haben, werden einige Features des Handys noch nicht funktionieren. Zum Beispiel erhalten von Anwendungen oder Spielen, von Xbox Live-Spielen. Aber keine Sorge, wenn Sie das nächste Mal eine Windows Live ID benötigen, werden Sie benachrichtigt und können das nachholen. Viel Spaß. Danke sehr. Gehen wir auf Fertig. Aha, da dudelt's schon. Und da haben wir schon das Hauptmenü. Das Dudeln war hier diese erste SMS, diese Willkommen-SMS. Jetzt schauen wir uns erstmal das Menü an. Hier haben wir das Handy. Ups, wollte ich erstmal zurückgehen. Hauptmenü, also das Handy, Kontakte, SMS, E-Mail-Setup, Internet Explorer, Xbox Live, den Kalender, Bilder, Musik und Videos, der Marketplace und alles Mail habe ich auf meinem. Dann gehen wir hier auf das erweiterte Menü, das geht so rechts und links hin und her. Gehen wir das erweiterte Menü, da gibt es hier das alles Mail, Bilder, Einstellungen, Internet Explorer, Kalender, Kamera, Karten, Kontakte, Marketplace, Musik und Videos. Office, Panoramaaufnahme, Rechner, Scansearch, SMS, MMS, Spiele, Telefon, Wecker und dieses Wiedergaben auf. Die einzelnen Sachen werde ich später anschauen und euch in anderen Videos zeigen, aber erstmal wollte ich euch das Hauptmenü hier zeigen. Wunderschön. Jetzt werde ich auch gleich meine Einstellungen ändern. Mein Mobilfunkbetreiber verlangt, dass ich ein APN eingebe, also gehe ich auf Einstellungen, Mobilfunk, APN hinfügen. Gut, jetzt habe ich meinen APN auch eingegeben. Jetzt hat das Handy Internetzugriff. Dann bin ich da fertig. Gehen wir wieder zum Hauptmenü. Die letzte Sache, die ich dir noch zeigen wollte, ist die Tastensperre. Wenn man das Handy ausmacht und anmacht, meins ist gebrandet. Aber das kann man natürlich sehr schnell ändern. Und um es zu entsperren, zieht man den Finger nur so ein bisschen hoch. Und da haben wir wieder das Hauptmenü.
Wunderbar. Als nächstes werde ich dir den Marketplace zeigen im nächsten Video. Den schauen wir uns dann demnächst wieder an. Ja? Vorerst danke sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.